Ja, ein Xalopscher Mützler, der ist auch nicht so heftig. Die Xorps machen hier zum Glück in den hier nicht so viel Schaden, außer sie tauchen in größeren Gruppen auf. Gutes Beil, ein Kupferstück und ein Rastvorrat, den wir nicht nehmen können. Gib ihn ein. Ist das doch was in den Zelten versteckt? Ne, auch nicht wirklich. Gut, ja, die Schwarzhorn haben wir hinter uns. Weil ich mir auch noch ein bisschen Zeit gelassen habe zu erklären, haben wir halt so lang für die gebraucht. Was ich auf jeden Fall von meiner Rast in Goldtal machen werde, ist anfangen mal mich mit den Leuten zu unterhalten. Gerade mit Durrens, da Durrens ja immer nur nach jeder Rast mit uns reden möchte. Also vor jeder Rast, nach jeder Rast. Deswegen werde ich mich mal ein bisschen ausführlicher mit Durin zu unterhalten, um wieder Story und so voranzutreiben. Ich werde mich auch am Ende dieser Aufnahmesession mal wieder mit jemandem von den anderen dreien unterhalten. Weil die haben ja jetzt am Anfang nicht so viel zu sagen. Vor allem Alof nicht. Deswegen werde ich wahrscheinlich erstmal Alof nehmen. M-Dirz wird. Jo, einfach einsamter Troll. Da würfeln wir. Das Umwerfen hat wohl nicht ganz gewirkt. So, was können wir noch machen? Das Problem ist übrigens, dass hier ist ein normaler Troll, kein Waldtroll. Die sind, glaube ich, sogar etwas stärker als normale Trolle. Bestiarium. Troll, ja. Waldtroll und normale Trolle. Ja, Waldtrolle sind Stufe 3, normale Trolle sind Stufe 5, das wissen wir schon mal. Ausdauer, Genauigkeit, Schaden und so weiter. Yes. So, den Troll sind wir los. So, den Xaurib sind wir auch los. Oh, der hat Adra dabei. Hm, praktisch. Malen wimmeln in den Eingeweiden dieses Hirschs herum. Ja, der Troll hat hier alle Hirsche getötet und sie liegen gelassen, weil er sich wohl schon satt gefressen hatte. So, gucken wir, was hier noch ist. Auf jeden Fall was zum Einsammeln. Ah, MDS wird. Und ja, ich versuche so viel wie möglich von den Kräutern einzusammeln. Da wir die ja auch für unsere Waffen und so brauchen. Und ich halt nicht auswendig weiß, welche Waffe was braucht. Verdammte Plünderer, die haben keine Lust, sich eine anständige Arbeit zu suchen. Du scheinst irgendwelche Probleme zu haben. Verdammtes Pech, murmelt die Frau, als sie mit ihrem Fuß in die Erde tritt und dadurch einen Erdklumpen umdreht. Also dich näherst, zogen ihre Ohren um, worauf sie sich umdreht, um dich zu begrüßen. Heilreisender, sagt sie, begleitet von einem heilherzigen Winken. Die Brücke nach Trostbruch ist unpassierbar. Wenn du dorthin unterwegs bist, musst du dir eine andere Route suchen. Wodurch wurde die Brücke zerstört? Der Fluss ist aufgrund alter Stürme ziemlich angestiegen. Hier bei der Flussenge haben die Fluten den größten Schaden angerichtet. Die Orleanerin verschränkt die Arme, während sie
während sich ein Stirnrunzeln auf ihrem Gesicht breit macht. Hier wird wohl nichts so gebaut, dass es von Dauer ist, was? Eine der Steinsäulen ist während einer Sturzflut eingestürzt, worauf der gesamte Mittelteil der Brücke hinaus ins Meer gerissen wurde. Die Madmur-Brücke war die direkteste Route von Goldtal nach Trutzbucht. Händler und Reisende müssen jetzt mit Booten übersetzen oder einen mehrtägigen Umweg um die Bucht herum einplanen. Deshalb habe ich auch meinen Fährdienst begonnen. Ich dachte, ich könnte mir etwas verdienen und anderen bei der Überquerung der Bucht helfen. Peregund schüttelt den Kopf und als sie spricht, zucken ihre Ohren. Und das war ein größerer Fehler als meine Liebschaft mit einem Medium. Fehler? Warum? Ich versuchte ein paar schnelle Kupferstücke zu machen, aber sie beißt sich auf die Unterlippe und ihr Gesicht wird rot vor Wut. Wieder mein verdammtes Pech, die verdammte Strömung warf meine Fähre auf die Felsen. Die verdammten Strömungen warfen meine Fähre auf die Felsen und zerschmetterten sie zusammen mit meinem Gewinn in kleine Stückchen. Als ich an der Küste umherstreifte, um nicht gesunkene Frachtkisten zu bergen, wurde ich zu einem Übel auch noch von zwei Plünderern angegriffen. Sie standen mit einem Fuß auf dem Boden. Diese verdammten Piganten besaßen die Frechheit anzugreifen. Ich konnte ihnen unverletzt entkommen, aber jetzt haben sie mit Gewalt alles gestohlen, was von meinem Vermögen übrig ist. Sie beäugt dich einen langen Augenblick, während sie ihr Kinn mit einer Hand umfasst. Ach, weißt du, du siehst so aus, als würdest du dich gegen diese Plünderer viel besser schlagen als ich, alte kleine Frau. Könnte ich dich um Unterstützung anwerben? Ich denke drüber nach, ich werde mir das mal ansehen, was ist für mich drin. Ich werde mir das mal ansehen. Peregund lächelt breit, worauf sich ihre Ohren aufstellen. Danke, diese Schläger haben meine Sachen sicherlich total durcheinander gebracht, aber vielleicht kann man doch etwas davon retten. Kannst du mir noch sagen, wie man nach Trutzbucht gelangen kann? Da die Brücke zerstört wurde, wäre es wohl das Beste, dem Fluss Richtung Norden zu folgen. Du wirst den Fluss weiter flussaufwärts überqueren können, aber du hast einen langen Weg vor dir. Ja, auf Wiedersehen. Ferntreibgut. Ferntreibgut. Nicht weit entfernt von der ruinierten Matmar-Brücke. Oder Matmar-Brücke, wie man das auch immer aussprechen möchte. Da fehlen vielleicht der Matmar-Brücke. Da fehlen ein paar Vokale. Traf ich eine Händlerin namens Peregund. Sie besaß eine Fähre, mit der sie den Fluss überquerte, aber das Schiff wurde von einem Sturm zerschmettert. Peregund möchte, dass ich bei der Bergung ihrer Güter aus dem Wrack der Fähre helfe. Plünderer versuchen die Ladung für sich selbst zu beanspruchen und die unbewaffnete Peregund kann sich ihre Vorräte nicht alleine zurückholen. Ihr solltet die Regen direkt flussabwärts von der Matmar-Brücke untersuchen und nach dem Wrack der Fähre suchen. Ja, ich bin schon mal ehrlich, das gibt mir Pluspunkte mit meiner, mit meiner Glaube- und Überzeugungssache. Genau. Ein Bonus oder ein Malus werden auf die Verteidigung angewandt, je nachdem, wie gut der Ruf des Paladins mit dem bevorzugten Verhalten seines Ordens im Einklang steht. Also ja, wir sind ehrlich, also kriegen wir schon mal einen Bonus, glaube ich. Genau. Hier ein Punkt und hier wahrscheinlich 0,5 Punkte oder so. Bei Basis wäre plus 8 und wir haben plus 9, dadurch, dass wir eben einen Punkt in ehrlich haben. Wir müssen auch immer gucken, dass wir diplomatisch vorgehen. So, hier sind wieder viele Leute zum Vorlesen und da ich immer noch keine Rückmeldung habe bezüglich dieser Rückblicksleute, sind glaube ich vier Stück. Überflutung scheint den Dürrwald wohl nicht fremd zu sein. Wir werden außen herum gehen müssen. Ja, das hier ist die zerstörte Brücke. Die ist total im Eimer. Gut, wir gucken uns jetzt mal die Leute hier an. Ertus, als du dich näherst, spürst du eine lebhafte Vergangenheit in der Seele dieses Mannes. Stimmen aus ihrer Vergangenheit scheinen nach dir zu rufen. Ja, warum lese ich das schon wieder vor? Du siehst ein mit Gefallen übersätes Schlachtfeld. Der Tod ist überall und der Klang von Metall auf Metall schallt über den blutigen Boden.
Die Schreie der Verwundeten hängen in der Luft ab und an, unterbrochen von der Totenglocke des nächsten Gefallenen. Dieser Mann ist auf der Flucht, aber vor was, das kannst du nicht sehen. Er schnappt angesteckt nach Luft und seine Augen sind aufgerissen und voller Angst. Beim Rennen kämpft er mit einem blutbespritzten Waffenrock. Er zieht an dem Stoff, als ob er seine Haut verbrennen würde, und seine Verzweiflung äußert sich in kurzen, quäkenden Lauten tief aus seinem Rachen. Sein Fuß bleibt an einem Arm hängen, der aus einem Leichenhaufen herausragt und um den er herumrennt. Er stürzt nach vorne, landet auf einem gefallenen Soldaten und schaut in dessen tote Augen. Als er zurückkrabbelt und versucht, sich von der Leiche wegzustoßen, wird das Quäken lauter. Seine Hand rutscht auf der vor Blut glitschigen Rüstung ab, er fällt zur Seite und landet auf seinem Rücken. Mit Wangen nass vor angsterfüllten Tränen beginnt er, seinen Kopf zu schütteln. Er stemmt sich auf die Knie hoch und beobachtet das Feld mit aufgerissenen Augen, so schnell atmend, dass er fast hyperventiliert. Er stolpert weiter und greift sich wieder mit den Händen an den Waffenrock, während seine Augen wild herumstreifen und das Gemetzel um ihn herum überschauen. Mit hektischen Fingern schafft er es endlich, sich den Waffenrock von der Brust zu reißen und ihn zum Boden zu werfen. Als er flieht, hat ihm der Lärm der Schlacht noch immer in den Ohren. Wieder. Ja, nicht jeder ist zum Soldaten geboren. Manche Soldaten, nicht mal die Veteranensoldaten, können jede Schlacht überstehen. Das sieht man hier jetzt ziemlich gut raus. Entweder er ist wirklich ein recht neuer Rekrut gewesen, oder diese Schlacht war der reinste Horror, dass selbst der gestandenste Krieger hier nicht widerstehen konnte und in Panik verfallen ist. So, Sidi Exa, nehmen wir dich mal. Seele erkunden. Du siehst die Innenausstattung eines kleinen dunklen Geschäfts. Die Regale sind mit verschiedenartigen Waren bestückt. Manche gewöhnlicher Natur, manche etwas exotischer. Dieser Mann geht lächelnd an den Regalen des Geschäfts vorbei und berührt die Gegenstände auf liebevolle Weise. Er manövriert sich durch die Gänge des Geschäfts, in dem er alleine ist. Er bleibt vor einem großen Schaukasten stehen, in dem sich das Modell eines großen Lindwurms befindet. Eine Plakette vorne am Schaukasten bietet genaue Informationen über sein natürliches Habitat, seine Nahrungsvorlieben und seine Paarungsrituale. Er geht vom Schaukasten zu Schaukasten und lässt sich jedem auf sich wirken. Schließlich blickt er durch das Fenster vorne im Laden und sieht, dass die Sonne schon über dem Gebäude steht. Den Gebäuden steht. Frühaufsteher gehen über den Markt, besuchen Geschäfte und bummeln auf der Suche nach Schnäppchen an den Ständen vorbei. Der Mann steht mit dem Rücken zu seinem Geschäft vor der Eingangstür und lächelt wieder. Schließlich sperrt er die Tür auf und öffnet sie und lässt die Geräusche des Markts herein. Ja, also so eine Art, wahrscheinlich ist das ein Gemischtwarenhändler, aber ein eher etwas exotischer Gemischtwarenhändler. Gut. Vanessa Smedley oder Lars Nielsen? Nehmen wir mal Lars. Du siehst zwei Gestalten vor diesem Mann stehen, ein Mensch und einen am Mauer. Der Mensch steht da offensichtlich wütend, während der Mauer mit zornesrotem Kopf schreit und tobt. Er lehnt sich nach vorne und speit einen Strom aus unschönen Bildern und Beschreibungen hervor, bis sein Gesicht fast dunkelviolett anläuft. Der Mann lässt diesen Ansturm über sich ergehen, aufrecht, ungerührt, mit dem Anflug eines Lächelns auf den Lippen. Er hält ein Vorrät, lässt sich neben seiner üppigen Hüfte mit der Spitze nach unten, doch seine Hand umklammert den Griff fest, seine Knöchel sind weiß. Der Amauner hört auf zu schreien, um kurz Luft zu holen, will seine Tirade aber sofort wieder fortsetzen. Der Mann hält seine linke Hand empor und spricht während der kurzen Stille. Er versucht, die Lage zu entschärfen und weitere Beschimpfungen zu verhindern. Der Amauner gibt ein Grunzen von sich und stößt den Mann mit dem Finger auf die Brust, um ihm am Sprechen zu hindern. Um die Botschaft zu unterstreichen, belässt er den Finger dort. Der Mann mit dem Florett senkt den Kopf nach unten, blickt auf den Finger, der auf seiner Brust ruht, und sieht anschließend wieder den Amauner an, ohne den Kopf zu bewegen. Der Amauner erkennt zu spät, dass er zu weit gegangen ist. Der Mann packt seine Hand, drückt sie zusammen und verdreht sie. Ein lautes Knacken ertönt und der Amauner schreit auf. Der Mann hebt sein Florett und verpasst dem Amauner einen Faustschlag, dem er mit dem Griff zusätzlichen Kraft verleiht. Ein zweites Knacken ist zu hören und der Amauner fällt bewusstlos zu Boden, Blut strömt aus seiner Nase. Der zweite Fremde blickt von dem regungslosen Körper seines Freundes auf und stellt fest, dass die Spitze des Floretts bereits auf ihn gerichtet ist.
Das Gesicht am anderen Ende der Klinge ist regungslos und freundlich ernst. Er hebt seine Hand, um sich zu ergeben, und stolpert rückwärts. Als er weit genug weg ist, um sicher zu sein, dass er nicht eingeholt wird, dreht er sich um und rennt davon. Der Mann wendet sich ab, das Lächeln kehrt langsam in sein Gesicht zurück.